und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute Montagnachmittag, das heißt wieder in Zusammenarbeit mit Bruder Gerald, der mir über Skype in Deutschland mit mir über Skype in Deutschland verbunden ist und der mir immer wunderbare viele Papiere schickt, dass ich überhaupt keinen Ausweg mehr aus dem ganzen Dschungel sehe und nicht weiß, wo wir eigentlich noch hingehen. Jetzt habe ich heute wieder ein Papier von ihm bekommen und ja, also gut, wir haben darüber gesprochen und das werdet ihr gleich sehen, das Papier. Der Gerald wird euch gleich erzählen, worum es darin geht. Und danach werde ich es vorlesen mit ihm zusammen und wir werden das durcharbeiten. Ein sehr interessantes Papier, alleine schon vom Titel her. Aber bevor wir das besprechen, ja, stelle ich euch erstmal Bruder Gerald vor. Moin, moin Gerald, herzlich willkommen zur neuen 16. Sendung über die modernen Kriege heute. Moin, moin, lieber Jörg, moin, moin an die Zuschauer zu Hause. Ja, wir haben uns wieder zusammengefunden, natürlich wieder mit dem spannenden Thema moderne Kriege und sind jetzt über ein PDF gekommen, was wunderbar in die Lesung passt, nämlich So macht man Kriege. Das ist eine kurze Überschrift und es geht darum, dass es damals in dieser Adenauerzeit, in der wir uns ja immer noch bewegen, die eben auch, weil sie so aktuell gerade zur Zeit ist, eben so durchgedacht und durchgesprochen werden muss, dass dort sozusagen auch damals ein Grund gefunden wurde, um Deutschland eben möglichst schnell wieder unter Waffen zu stellen, entsprechende Bündnisse einzuordnen. Und dieser Grund, dieser Kriegsgrund, war ein Krieg auf der anderen Seite der Erdkugel, ganz weit weg in Korea. Und wie ihr vielleicht wisst, war ja Korea damals von der politischen Situation vergleichbar auch mit der deutschen. Ja, es war ein geteiltes Land und so hat man im Prinzip ja diesen Krieg auch wunderbar verwenden, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie man das jetzt bezeichnen möge. Ich sage immer, es war ein Krieg zur rechten Zeit, weil der eben so vielen so unglaublich viel genützt hat. Und das war eben, wie gesagt, dann der Hauptgrund auch eben über unsere allseits bekannten Protagonisten. Erinnert euch noch an Frings und der Kardinal Frings, der eben dann diese Wiederaufrüstung eben maßgeblich mit unter die Leute gebracht hat, auch unter die Gläubigen. Ihr erinnert euch an die Weihnachtsbotschaft von 48 und 56, die eben dann auch, gerade die von 56, dann entsprechend auch sozusagen diese Dringlichkeit der Wiederaufrüstung sozusagen nochmal deutlich gemacht haben. Und Bezugspunkt und Quelle dieses Ganzen war dieser Koreakrieg. Deswegen ist es natürlich so, können wir euch dieses PDF einfach nicht vorenthalten und müssen, gerade eben, weil wir auch jetzt wieder einen aktuellen Krieg haben, diesmal wesentlich näher an uns dran, in Europa, in der Ukraine und der ja auch, so wisst ihr ja, falls ihr, wenn ihr euch das antun möget oder nicht, eben noch die Nachrichten verfolgt, eben auch wieder zu einer Aufrüstungsdebatte geführt hat. Und ihr wisst ja, diese Debatten sind sehr schnell erledigt, weil dann sofort irgendwo Zusagen kommen. Ich habe irgendwas von vielen Milliarden Euro gehört. Ja, wie gesagt, es ist gruselig, woher dann auf einmal das Geld kommt. Unverständlich, vor allem für die Leute, die in Berufen arbeiten, wo das Geld knapp ist und wo immer schon Probleme gibt, Dinge zu finanzieren, wo es um Mitmenschlichkeit und andere Dinge geht, zum Beispiel in der Pflege, ne, nur mal als Randbemerkung. Jedenfalls ist es so, ne, wenn wieder ein Krieg ist, dann hat man ein wunderbares Argument, ja, Leute, wieder zu den Waffen zu gehen. Und deswegen, wie gesagt, dieses PDF, so macht man Kriege. Ja, Jörg, ich würde sagen, das war ja mal so die Einleitung. Ja, das war die Einleitung. Das ist gut. Das ist gut. Hier ist das Papier. So macht man Kriege. Und ich habe es natürlich, so wie meistens eben, noch nicht vorher gelesen. Deswegen werde ich das jetzt unvorbereitet lesen. Werde da meine Kommentare mitzugeben, soweit ich Kommentare habe jedenfalls. Und der Gerald wird mich da ein bisschen durchleiten, weil es sind 5 Seiten. Ob sie alle lesen, das weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. Ich habe es sehr groß gemacht, dass ich es vernünftig lesen kann, dass ihr auf dem Schirm das auch mitlesen könnt. Deswegen ist es 225% groß. Da müsst ihr mir aber verzeihen, beim Seitenumbruch, da muss ich mal kurz schieben, dann kann das eben mal kurz dauern. So, also fangen wir an mit der 16. Lesung nach einer wunderbaren kurzen Einleitung von Gerald und Jörg über moderne Kriege. Das Papier heute, So macht man Kriege, von Roland Bohlinger.
Als endlich nach 3 Jahren Krieg am 27. Juli 1953 in Korea der Waffenstillstand unterzeichnet wurde, war inzwischen ein ehemals blühendes Land fast völlig zerstört, eine mehr als 3000-jährige Kultur beinahe ausgerottet und ein ganzes Volk zum obdachlosen, hungernden Fürsorgeempfänger fremder Nationen gemacht. Das klingt Leuten, die den Zweiten Weltkrieg in Deutschland überlebt haben, ziemlich bekannt in den Ohren, nicht wahr? Für das koreanische Volk war dieser Krieg zu einem sinnlosen, völkischen Selbstmord geworden. Mögen ihn auch noch so viele Koreaner überlebt haben. Es gibt kein koreanisches Volk mehr. Und wieder ist das doch ein interessanter Spiegel, der hier den Deutschen vorgehalten wird. Es gab doch auch kein deutsches Volk mehr mit der Teilung mit Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt heute auch kein deutsches Volk mehr, wenn wir mal ehrlich sind, nach der sogenannten Wiedervereinigung 1990 wieder. Es hat alles schon seine Präzedenzen. Und Deutschland? Fragt der Autor. Lebt Deutschland nicht dauernd in der gleichen Gefahr, dasselbe Schicksal zu erleiden? Lebt es nicht dauernd in der gleichen Gefahr, dasselbe Schicksal zu erleiden? Denn nicht umsonst meinte der amerikanische Historiker Stone, das mögliche Schicksal Westeuropas ist bereits geschrieben mit dem Blute Koreas. Also mit anderen Worten, in der Geschichte Koreas sehen wir das, was Europa bevorsteht? Doch die wahre Geschichte des Koreakrieges ist in Deutschland viel zu wenig bekannt, obwohl sie jeder Deutsche kennen müsste. Nun, Gerald, da muss ich mal ganz eben kurz einen Kommentar zu geben. Das ist genau das, was ich mir gerade gedacht habe. Der Koreakrieg ist vollkommen, also bei den meisten Leuten vollkommen unbekannt. Ich habe ja ein Buch gelesen, oder ja, ich habe es gelesen, aber ich habe es noch nicht ganz eingelesen, war qua Videoarbeit von Avro Manhattan, Vietnam, warum sind wir gegangen? Jeder kennt den Vietnamkrieg, jeder spricht über den Vietnamkrieg. Der Koreakrieg, der ist in den Annalen der Geschichte, der ist auch in den Annalen der Geschichtsstunden, sage ich jetzt mal, im Unterricht. Also ich habe in der Schule, habe ich nie vom Koreakrieg gehört. Ja, oder es wurde mal ganz beiläufig irgendwie kurz erwähnt. Aber das ist so ein wichtiger Krieg und genau deswegen lernen wir da nichts drüber. Was ist denn deine Sicht dazu? Also mir ging es genauso. Ich habe gedacht, Korea, was hat schon Korea mit uns zu tun? Das war so die erste Reaktion. Und erst durch die Lesung mit dem Avro Manhattan, Why Did We Go? Ist es mir erstmal überhaupt in den Sinn gekommen, dass da vielleicht auch Dinge vielleicht uns verschwiegen werden bis heute, ne? Die wir eben nicht kennen sollen. Vor allem eben gerade nicht, weil wir eben jetzt in derselben Situation sind. Oder waren, besser gesagt. Ne? Ja, ich denke, man könnte den Koreakrieg den verschwiegenen Krieg nennen. Hm. Weil da keiner drüber spricht, weil da keiner drüber lehrt. Hm. Ja. Ja. Wird sicher ein ganz interessantes Papier. Nun, ich weiß, ich habe hier diesen ersten Absatz, den habe ich schon mal gelesen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich lese so viel, da müsst ihr mir verzeihen, da kann es auch mal passieren, dass ich mich an einige Dinge nicht mehr erinnere. Jedenfalls, das mögliche Schicksal Westeuropas ist bereits geschrieben mit dem Blute Koreas. Nun, die Ursachen, die zum Krieg führten. Schon seit Wochen waren sich die Heere von Nord- und Südkorea plänkelnd gegenübergelegen, als dann in den frühen Morgenstunden des 25. Juni 1950 der Krieg offen begann, behauptete der Westen, Südkorea sei überfallen worden und der auf Drängen der USA sofort zusammengerufene Sicherheitsrat der UN, also der Vereinten Nationen, entschied, dass eine Aggression vorläge und dass der Angreifer Nordkorea sei. Kommt jemandem, der sich mit Vietnam beschäftigt hat und den Golf von Tonkin-Geschichte kennt, sehr bekannt vor. Aller spätere Protest des Ostens und Nordkoreas nützte nichts. Des Ostens, also wir sprechen dann hier über wahrscheinlich die Sowjetunion zu der Zeit. Dieser in der Folge so verhängnisvolle Entscheid fußte nun aber allein auf dem gekürzten Telegramm vom 25. Juni 1950 um 21.26 Uhr, abgesandt vom amerikanischen Botschafter in Südkorea, Muccio, an das Auswärtige Amt in Washington. 5,5 Stunden später wurde dieses Telegramm dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Trygve Lie,
Den Namen kenne ich gar nicht. Ich kenne einige, aber den kenne ich nicht. Trygve Lie in verstümmelter und verzerrter Weise vom zweiten Delegierten der USA bei der UN mitgeteilt. Von 171 auf 38 Worte verkürzt. Wie heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland so schön? Eine Zensur findet nicht statt. Das hat jetzt mit dem Grundgesetz nichts zu tun. Aber eine Diplomatendepesche von 171 auf 38 Worte verkürzen, ist auch nicht viel anderes, oder? Ja, also man ist ja auch dafür verantwortlich, was man nicht sagt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einem Telegramm Dinge drinstehen, die nicht wichtig sind. Ne? Also insofern muss man schon sagen, ja, wem nützt es? Ne? Und schon gar nicht auf über 130 Wörtern. Ne? Ja. Es besagte also, dass aufgrund südkoreanischer Armeeberichte, also Äußerungen von parteiischer Seite, nordkoreanische Truppen am Morgen an mehreren Stellen in südkoreanisches Gebiet eingedrungen seien. Ob aber eine Provokation oder ein Angriff Südkoreas diesem Eindringen nordkoreanischer Truppen vorausging, davon wird in diesem Telegramm genauso wenig wie vom Gegenteil gesprochen. Dieser recht magere, zwischen Anführungszeichen, Beweis, es war ja der einzige Beweis, veranlasste darum auch den jugoslawischen Delegierten im Sicherheitsrat, er hatte allerdings keinerlei Vetorecht, die Beschlussfähigkeit des Sicherheitsrats ernsthaft anzuzweifeln. Trotzdem wurde Nordkorea zum Angreifer gestempelt, wenn auch nicht einstimmig. Doch das bedeutete, dass ein Land eines Verbrechens angeklagt und durch einen einzigen, fadenscheinigen und verzerrten Indizienbeweis verurteilt wurde, ohne dass sich dieses Land Gehör verschaffen konnte, ohne dass irgendein Freund anwesend war und ihn verteidigen konnte, ohne Voruntersuchung, ohne Lokaltermin, ohne Zeugen, und zwar einzig durch westliche, meist durch unter amerikanischem Druck oder Einfluss stehende, von ihren Regierungen bestellte Interessenvertreter und nicht durch unabhängige Richter. Ja, jetzt kann ich natürlich mal ein wenig spoilern, ne? Wie man das so schön sagt. Ich kann euch ein wenig die Zukunft verderben, indem ich hier jetzt etwas mit euch bespreche, was ihr ja noch gar nicht wissen könnt. Ich habe die letzten Tage einige Seiten eingelesen aus dem wunderbaren Werk von Henry Charles Lear über die Inquisition. Und ich bin gekommen an einen Punkt, wo wir sprechen über das Prozessverfahren der Inquisition. Und wir haben nicht nur über das Musterverhör gesprochen in der allerletzten Sendung, sondern wir haben über über die hinterlistige Prozessführung gesprochen. Das müsste die 39. Sendung sein. Da wird das auch, glaube ich, im Titel erwähnt. Hinterlistige Prozessführung. Und da in dieser Inquisition, in der Geschichte der Inquisition, wird ganz deutlich, dass man von egal wem, Nachbarn, Familie, irgendjemand auf der Straße mehr oder weniger, denunziert werden konnte als Heretiker und dass das dazu geführt hat, dass man von der Inquisition verhaftet wurde, in einen Kerker eingesperrt wurde und dann später vor ein Gericht gezerrt wurde, wo man oftmals noch gar nicht wusste, wessen man überhaupt angeklagt war, dass man keinen Anwalt beiziehen konnte, dass man keine Freunde, Familie oder irgendwas beiziehen konnte, keine Zeugen berufen konnte. Kommt euch das bekannt vor mit dem, was ich gerade gelesen habe? Trotzdem wurde Nordkorea zum Angreifer gestempelt. Doch das bedeutete, dass ein Land eines Verbrechens angeklagt und durch einen einzigen, fadenscheinigen und verzerrten Indizienbeweis verurteilt wurde, ohne dass sich dieses Land Gehör verschaffen konnte, ohne dass irgendein Freund anwesend war und ihn verteidigen konnte, ohne Voruntersuchung, ohne Lokaltermin, ohne Zeugen, einzig durch westliche, meist durch unter amerikanischem Druck oder Einfluss stehende, von ihren Regierungen bestellte Interessenvertreter und nicht durch unabhängige Richter. Das ist für mich 100% genauso, wie es vor 500, 600, 700, 800, 900 Jahren in der Inquisition war. Genau das, was ich da gelesen habe.
ihr könnt euch jetzt natürlich aufgrund dessen, dass ich das jetzt hier zwischen Anführungszeichen Spoiler, ja, ein schöner englischer Begriff, wieder fällt mir jetzt gerade nicht gerade der Deutsche ein, die Vorfreude nehme, indem ich euch sage, worum es darin geht, könnt ihr euch natürlich freuen auf die Inquisitionslesung. Aber wenn man die gelesen hat, wenn man das Stück aus der Inquisition gelesen hat und wenn ihr das gerne selbst vorlesen wollt, kann ich euch ja mal eben sagen, das Buch findet ihr ja gratis im Internet, dann lest mal die Seiten zwischen 440 und 460, da ungefähr kommt das alles drin vor, im 9. Kapitel. Das ist für mich ein Paradebeispiel, wie das, was früher in der Inquisition bereits durchgeführt wurde, hier, wir sprechen über das 20. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert wieder einmal gemacht wurde. Ich weiß nicht, Gerald, ob du da irgendeine Meinung zu hast, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, also das ist ja das, was wir auch überall immer bemerken, dass das alles eben nie so unabhängig ist. Und gerade die Institutionen, wo man immer sagt, ja, die sind so unabhängig, die sind es, wenn man genauer hinguckt, gar nicht. Ne? Da wird einfach weggeguckt. Ja, und das ist ja auch aktuell jetzt in dem, wie gesagt, in dem aktuellen Konflikt, was mit der uns ja alle beschäftigt, ja nichts anderes letztendlich. Ne? Da gibt es ja auch letztendlich ein Vorspiel. Es gibt ja immer zwei Seiten. Ne? Und man kann dort schon sehen, dass da gewissermaßen auch weggeguckt wurde. Ne? Und dann eben als ja, als es quasi keinen Ausweg mehr gegeben hat, dann eben dann die eine Seite sozusagen losgeschlagen hat, wurde sofort gesagt, ja, das ist der Aggressor, ja, das ist der böse Bub, ne? Und der wurde sofort von allen in einer Stimme gebrandmarkt, ne? Und das ist nicht, für mich auch nichts anderes, muss ich sagen. Ne? Stimmt. Ja? Ja, das ist wahr. Aber mir springt das hier richtig ins Auge, nachdem ich die Inquisition über so viele Seiten gelesen habe die letzten Tage, wie das also wirklich ein Spiegelbild ist dessen, wie damals in der Inquisition verfahren wurde. Der Autor sagt dann weiter, wahrlich, ein ungeheuerliches Urteil, das man sich merken muss. Es hatte die weitreichendsten Folgen. Wenn wenigstens die USA in ihrem späteren Weißbuch über den Koreakrieg, das ist sowas wie der 9-11 Commission Report, die Beweise für das Urteil erbracht hätten. Aber Stone weist uns in seinem Buch nach, dass sich auch hier der Wunsch zu vertuschen offenbart, wie überhaupt die ganze sich im Verlauf des Krieges immer mehr bis zur scharfen Pressezensur steigernde Vergewaltigung der Wahrheit von Seiten der USA nicht gerade auf ein besonders gutes Gewissen schließen lässt. Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit, ne? Mhm. Sir John Pratt, britischer Diplomat und ehemaliger Sachbearbeiter für Ostasien im Londoner Auswärtigen Amt, er trat im Dezember 1951 von seinem hohen Posten zurück mit der Begründung, er könne die Lügerei über den Koreakrieg nicht länger mitmachen, schreibt in seiner kleinen Broschüre »Die Lüge, die zum Krieg führte« das Folgende. Am Sonntag, 25. Juni, im Morgengrauen, griff Syngman Rhee, Syngman Rhee hatte schon Monate vorher unverhohlene Angriffsabsichten geäußert, das lesen wir hier in der Frankfurter Zeitung, auch er war alliierter Statthalter, doch bei den südkoreanischen Wahlen am 30.05.1950 nur mit 20% gewählt, schwang er sich zum Diktator empor. Also dass wir wissen, wer das ist hier. Ne? Also am Sonntag, den 25. Juni, im Morgengrauen, griff Syngman Rhee plötzlich an, worüber die Nordkoreaner überrascht waren. Seine Streitkräfte überschritten den 38. Breitengrad an mehreren Punkten und nahm Haeju einige Meilen nördlich auf dem Wege nach Pyongyang. Die Nordkoreaner begannen eine Gegenoffensive, muss ich hier auf die neue Seite rübergehen, worauf die Südkoreaner, von denen sowieso schon zahlreiche überliefen, ihre Waffen wegwarfen und flohen. Die Nordkoreaner trieben sie über den Breitengrad und begannen die Invasion Südkoreas. Ende Zitat. Nun, in jenem Beweistelegramm vor dem UN-Sicherheitsrat war unter anderem der Satz weggekürzt gewesen, die Aktion wurde um 4 Uhr früh begonnen. Ungefähr um 6 Uhr früh begann die nordkoreanische Infanterie den Breitengrad zu überschreiten. Man lässt also das ganze Vorspiel weg. Waren die zwei Stunden zwischen 4 und 6 Uhr etwa die Zeit des südkoreanischen Angriffs? Pratt
sagt hier, Zitat, es gibt erdrückende Beweise dafür, dass Syngman Rhee und seine amerikanischen Hintermänner den Bürgerkrieg am 25. Juni 1950 begannen und die Regierung der USA bestand deswegen darauf, dass der Sicherheitsrat noch am selben Tage die Nordkoreaner als Angreifer verurteilte, damit diese Beweismittel nicht bekannt würden. Wir halten fest, damit diese Beweismittel nicht bekannt würden. Paul Sette, Zitat, kann man im Ernst noch die These aufrechterhalten, dass Südkorea das unschuldige Opfer eines Angriffs gewesen sei? Nach den Ermittlungen von Dr. Pyon, südkoreanischer Außenminister, wird dies nicht mehr möglich sein. Ende Zitat. Nachdenklich stimmen die Worte des republikanischen Senators Jenner am Tage der Entlassungsverfügung MacArthurs. Da geht es also um den General MacArthur, ein sehr berühmter Zweiter Weltkriegsgeneral der USA. Er forderte, Zitat, die Einleitung eines Verfahrens auf Amtsenthebung gegen den Präsidenten. Die USA seien in den Händen einer geheimen Clique, die von Agenten der Sowjetunion gelenkt werde. Ende Zitat. Nachzulesen auch in der Welt vom 12.04.1951. Und er forderte weiter, Zitat, festzustellen, welches die geheime, unsichtbare Regierung ist, die unser Land mit so viel Schleue auf den Weg der Zerstörung geführt hat. Ja, die Antwort kann ich euch geben. Ich habe das sogar hier im Bild. Guck mal. Zunächst machte aber die nach Korea entsandte UN-Kommission einen Vermittlungsvorschlag. Er wurde, so obwohl gut annehmbar, stillschweigend übergangen und im späteren Weißbuch der USA unterdrückt. Erinnert mich immer mehr an den 9/11 Omission Report, wie man den da so schön nennt. Stone kommentiert, Zitat, dies war das in Palästina und Kaschmir angewandte Verfahren, wo auch bereits gekämpft wurde, als die UN eingriffen. Die Kaschmiri und die Palästinenser können sich glücklich schätzen, dass sie, anders als die Koreaner, Objekte der Vermittlung wurden und nicht der, zwischen Anführungszeichen, Befreiung. Aber damals wollte man an entscheidender Stelle ja auch gar keinen Krieg. Doch hier wollte man. Man hatte nun endlich seinen Krieg. Hier wollte man ihn nicht mehr fahren lassen. Stone schrieb auf Seite 348, Zitat, der entscheidend wichtige Zug im politischen, wirtschaftlichen und militärischen Denken der Amerikaner war die Furcht vor dem Frieden. Warum haben die Amerikaner Furcht vor dem Frieden? Weil der amerikanische Präsident zu der Zeit, Dwight D. Eisenhower, bei seiner Entlassung aus dem Amt 1959, 1960, da hat ja dann John F. Kennedy von ihm übernommen, den Spruch geprägt hat, dass die Amerikaner regiert werden vom militärisch-industriellen Komplex. Da hatten wir ja auch schon, glaube ich, während dieser Sendung mal drüber gesprochen. Und deswegen haben sie Furcht vor dem Frieden. Weil ein industrieller, militärischer Komplex, was macht der denn im Frieden? Kuchenformen herstellen? Und dann gehen sie Kuchen backen? Nee. Ne? Mal eben nachdenken. Wenn der Mann hier schreibt, dass die Amerikaner Furcht vor dem Frieden hatten, dann gehen sie so schnell wie möglich nach dem Zweiten Weltkrieg in den nächsten Krieg. Zetteln den Koreakonflikt an. Und heute haben wir doch schon viel zu lange Frieden in Europa, ne? Dauert doch schon viel zu lange. Wann war der letzte Konflikt hier in Europa, Gerald? Jugoslawien, ne? In den 90er Jahren. So ist es. Danach war hier in Europa Ruhe. Knapp 20 Jahre. Oh, jetzt muss man natürlich wieder Gas geben, ne? Also, wenn man die Geschichte ein wenig kennt, dann lesen sich natürlich solche Dinge hier umso spannender, sage ich jetzt mal. Der entscheidend wichtige Zug im politischen, wirtschaftlichen und militärischen Denken der Amerikaner war die Furcht vor dem Frieden. General Van Vliet fasste das alles zusammen, als er im Januar 1952 zu einer philippinischen Abordnung folgende Worte sprach. Ich glaube, jetzt müssen wir uns eben festhalten.
Korea war ein Segen. Es musste ein Korea geben, entweder hier oder irgendwo sonst in der Welt. Oder im Original, Korea has been a blessing. There had to be a Korea, either here or someplace in the world. Also schon sehr gut übersetzt. Wenn dieser Mensch meint, Korea war ein Segen, dann sollte er das mal die Menschen fragen, die diese Schlachterei überlebt haben und die am Ende dieses Krieges davor stehen und, wie wir eingangs gesagt hatten, keine Nation mehr hatten, kein Volk mehr hatten. Ob die das vielleicht auch so sehen? In diesem harmlosen Bekenntnis liegt der Schlüssel zu der verborgenen Geschichte des Koreakriegs. Allerdings, ein zerstörtes Land, eine vernichtete Kultur, ein halb ausgerottetes Volk und ein Segen, das lässt sich nur verstehen, wenn der Krieg den USA genutzt hat. Ki bono heißt die Frage, wenn man den Schuldigen sucht. Wem nützte die Sache? Nun, die Wirtschaft der USA trat damals in einer sogenannten hatte damals mit einer sogenannten Konjunkturkrise zu kämpfen, sagen wir mal. Sie brauchte unbedingt einen Absatzmarkt und bekanntlich ist ein Krieg der beste Absatzmarkt. Allerdings war die Konjunkturkrise nicht der einzige Grund, wie wir noch sehen werden. Nein, das sind immer nur vorgeschobene Gründe, meine lieben Brüder und Schwestern. Das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, bevor wir hier weiterlesen. Solche Dinge, dass es wirtschaftlich nicht gut ging und dass natürlich ein Krieg immer gut ist für die Wirtschaft und solche Sachen, das ist wahr auf der einen Seite, ja, aber das sind niemals die Hauptgründe. Was sind denn die wirklichen hinterliegenden Gründe für solche Konflikte wie Kriege, wie zum Beispiel in Korea auch? Wer weiß es? Der stecke doch mal eben seine Hand hoch. Das würde ich jetzt sagen, wenn ich Lehrer in einer Schulklasse wäre, aber ich sehe euch ja nicht. Aber viele Hände, denke ich, gehen trotzdem nicht hoch. Oder doch? Was ist der hinterliegende Grund aller dieser Kriege? Religion. Es sind Glaubenskriege. Es sind Kreuzzüge. Was damals in Korea gemacht wurde, ohne dass ich mir den Krieg jetzt zu intensiv anschauen muss, kann ich euch jetzt schon bestätigen, hat geführt, dass man von Korea weiter nach Vietnam gegangen ist. Und in Vietnam hat man nicht nur probiert, eine Bresche zu schlagen, um in China reinzukommen, wo sie die Jesuiten ja schon längst waren. Das ist jetzt ein ganz anderer Punkt. Der Punkt ist, es geht um die Vernichtung des Buddhismus. Das, was Avro Manhattan in seinem Buch Vietnam, warum sind wir gegangen, wunderbar beschreibt. Wunderbar, Entschuldigung, zwischen Anführungszeichen, ich will das damit nicht hochhebeln, aber er beschreibt es sehr gut. Obwohl Avro Manhattan das Buch aus einer säkularen Sicht schreibt, wird er doch hier und da religiöse Gründe anführen. Und werden diese religiösen Gründe dem Leser deutlich und sicher, wenn ihr meine Buchlesung darüber verfolgt. Es sind religiöse Kriege, die dafür waren, um einen Brückenkopf, sagt man im militärischen Fall, einen Brückenkopf zu installieren für den Katholizismus in Südostasien. Angefangen bei Korea, der Krieg ging schnell vorbei, hat kein Schwein gemerkt, mehr oder weniger. Ich habe in der Schule da nicht von gelernt. Ihr wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Man liest da nicht allzu viel von. Bücher habe ich darüber auch nicht gesehen. Der Krieg geht so eben vorbei. Dann geht es weiter nach Vietnam. Ja, das wurde lang und breit ausgetreten. Die ganzen Filme, die über Vietnam gemacht wurden, Hauptsache von den Amerikanern, um die Soldaten bei der Stange zu halten, das ist noch eine ganz andere Sache. Und um dem Volk der Amerikaner hinterher zu sagen von, ihr wart ja gut, ihr wart ja so toll, ihr habt verloren, aber es war alles gut, ihr habt das alles gut gemacht. Aber es wird einem nie erzählt, dass es um religiöse Hintergründe geht. Es wird einem nie erzählt, dass es darum ging, den Buddhismus für den Katholizismus zu verdrängen. Und das ist der wahre Hintergrund davon. Lasst euch nicht ablenken, auch wenn es in solchen Büchern oder Artikeln gut geschrieben ist, von es ging um wirtschaftliche Gründe. Das sind immer nur die vordergründigen Gründe. Ja? Ganz ehrlich. Gerald, hast du da einen Kommentar zu?
Also was ich so ein bisschen mitbekomme, ist, dass viele, die sich so mit dieser Geschichte beschäftigen, eben genau dort hängen bleiben. Und das mit der Wirtschaft sozusagen als alleinige Kriegsursache sehen. Also der etwas aufgeklärte Mensch sieht schon diese Kriege auch in diesem Zusammenhang, also dass dort sozusagen wirtschaftliche Interessen sozusagen vertreten sind. Aber dort hört es eben dann auf, und das ist so wichtig, dass man eben auch das immer wieder sagt, worum es wirklich geht. Ne? Weil genau das wird eben dann auch nicht weiter gelehrt. Ne? Und das Thema hat man auch schon, ne? Dass eben auch viele Aufklärer, die da so ein bisschen Licht reinbringen, eben ja nur diesen einen Teil beleuchten. Ne? Immer nur die Wirtschaft, ja, der Schurkenstaat, wie auch immer, ja, was weiß ich, und ist dann immer diese wirtschaftliche Interessen dahinter, aber eben dann nicht weitergegangen wird. Und da bin ich früher auch hängen geblieben, nebenbei bemerkt. Ne? Als ich das noch nie kannte alles. Ne? Aber jetzt macht das alles viel mehr Sinn. Es gibt auch einen viel größeren Überblick und man versteht diese Dinge einfach viel besser. Ne? Denke ich auch, ja. Ja. Also mir war es jedenfalls wichtig, den Punkt noch mal eben zu machen, dass man sich nicht von solchen Dingen ablenken lassen muss, dass es hier um die Wirtschaft geht oder aus der Konjunkturkrise zu kommen. Das ist ein vordergründiger Grund, aber das ist nicht der Hauptgrund und nicht der hinterliegende Grund. Ja. Der Kriegsverlauf. Hatte der Vater eines Jesuiten, John Foster Dulles, seltsamerweise 3 Tage vor Kriegsausbruch eine lange geheime Unterredung mit dem Kolumbusritter und dem späteren Oberkommandierenden der UN-Streitkräfte in Korea, MacArthur in Tokio, wobei er in einem darauffolgenden Interview mit der Associated Press, Zitat, eine positive Aktion seitens der USA, um den Frieden im Fernen Osten aufrechtzuerhalten, Ende Zitat, vorhersagte. So folgte bereits 4 Tage später eine recht kriegerische Erklärung Trumans, wonach die USA jede weitere Ausdehnung des Kommunismus im pazifischen Raum militärisch beantworten werde und ihre Flotte einsetzen würde, Formosa vom Festland her angegriffen. Indochina, das ist der frühere Name übrigens von Vietnam, und die Philippinen bekämen nun stärkere militärische Hilfe, auch ein Absatzmarkt, und Südkorea Truppen und Material. Das war wohl die vorhergesagte Dallesche Friedensaktion. Ein Jesuit wie John Foster Dulles und ein Kolumbusritter wie der General MacArthur, die machen keinen Frieden. Die kennen keinen Frieden. Das sind Kriegstreiber, das sind Kreuzritter für den Papst in ihren Orden und gebrauchen ihren Orden dafür, um ganze Nationen ins Unglück und in den Krieg zu stürzen. Das war also die vorhergesagte Dallesche Friedensaktion. Auf jeden Fall war nunmehr ohne vorheriges Befragen die Haltung der UN festgelegt. Bitte weitergehen, nicht nachfragen. Das steht, das ist offensichtlich, würde unsere Kanzlerin jetzt wieder sagen, solche Dinge. Ja, da muss man gar nicht nachfragen. Die Haltung der UN ist fest, das ist zementiert, da wird nicht mehr dran gerüttelt. Darauf wurde der Antrag Großbritanniens, ein UN-Oberkommando eingesetzt. Entschuldigung, darauf wurde auf Antrag Großbritanniens ein UN-Oberkommando eingesetzt und die USA gebeten, den Oberkommandierenden zu ernennen. Man macht eben gerne den Fuchs zum Aufpasser des Hühnerhauses. Sie ernannte hier MacArthur. Er bekam sogar eine Blankovollmacht von Seiten der UN, in deren Hauptquartier angeblich nach der Weg ja 3/4 Juden sein sollen. Er war nur dem amerikanischen Generalstab und Präsidenten, dem Hochgrad. Wofür steht Bruder das? vielleicht, ne? Bruder, Bitte? Bruder, Bruder, weiß ich nicht. Ja, Hochgrad das Bruder. wäre dann ja Freimaurerei, ne? Dem Hochgradbruder Truman unterstellt. Und damit hatte die UN einen Oberbefehlshaber für ihre kriegsführende Armee in Korea, dem sie selbst nichts, die USA jedoch alles befehlen konnte. Kommentare dazu erübrigen sich. MacArthur war in der Folge nun keineswegs friedfertig.
Schon am 6. August verlangte er, dass Korea kein isolierter Fall bleiben dürfe. Bald danach begannen seine Flugzeuge, chinesisches Gebiet nahe der koreanischen Grenze zu bombardieren. Stone schrieb, nachdem er eine Reihe Beweise aufgeführt hat, Zitat, man kann nicht sagen, dass MacArthur seine Ansichten verbarg. Er meinte, dass die Zeit gekommen sei, wo die USA mit militärischen Mitteln dem Kommunismus in Asien überall entgegentreten müssten. Wir haben wieder diesen vordergründigen Beweggrund für Kriege, der Kommunismus muss eingedämmt werden und die Demokratie muss verbreitet werden. Wir sprechen nicht davon, dass selbst die kommunistischen Führer auch oftmals Katholiken sind, wie zum Beispiel in Vietnam. Siehe Ho Chi Minh. Oder wer von euch weiß, dass Ho Chi Minh eigentlich ein Katholik war? Auch war die Wirkung, fahren wir fort in dem Zitat, auch war die Wirkung seiner militärischen und politischen Einmischung unschwer zu erkennen. Sie bestand darin, die Ausweitung des Konfliktes ständig so zu riskieren, als wolle man sie herbeiführen. Vor Gericht würde MacArthur für schuldig befunden werden, den Versuch unternommen zu haben, die USA und die Vereinten Nationen in einen Krieg mit China und Russland zu treiben. Es können weder Washington noch London noch Paris bestreiten, dass sie gewarnt waren. Ende Zitat. MacArthur war also der richtige Mann. Ich glaube, die römisch-katholische Kirche würde so einen den Mann der Vorsehung nennen. Er wurde ja auch bei seiner Rückkehr nach Amerika von Kardinal Spellman öffentlich und demonstrativ umarmt. Kardinal Spellman, der amerikanische Papst, wie man ihn auch nannte, der Hauptverantwortliche hinter dem ganzen Vietnamkrieg, später nach diesem Koreakrieg. Währenddessen, Zitat, verhängte an der Heimatfront der Präsident durch eine Erklärung des nationalen Notstandes, National Emergency, eine wirtschaftliche Mobilmachung, insbesondere in der Kriegsindustrie. Um nicht zu sagen, ausschließlich in der Kriegsindustrie, weil die werden nicht gerade besonders viel Porzellan gemacht haben, um schöne Teller zu produzieren, die man dann an die Wand schmeißen kann. Ne? Zitat, in der Art, wie es schon zweimal das Vorspiel des Eintritts der USA in einen Weltkrieg gewesen war. Ende Zitat. Dazu plädierte General Marshall in seiner ersten Rede als neubackener Verteidigungsminister für die allgemeine Wehrpflicht. Im September forderten die Amerikaner die Wiederbewaffnung Deutschlands und Japans, die sie ja auch dann bald nach der zweiten Umerziehung durchsetzten, und Großbritannien sah sich getrieben, beinahe zu mobilisieren. Was haben wir da gerade gelesen? General Marshall plädierte in seiner ersten Rede als neugebackener Verteidigungsminister, das müsste der Marshall sein von dem sogenannten Marshallplan, der Deutschland wirtschaftlich wieder aufbauen wollte nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser plädierte in seiner ersten Rede als neubackener Verteidigungsminister für die allgemeine Wehrpflicht. Im September forderten die Amerikaner die Wiederbewaffnung Deutschlands und Japans, die sie ja auch dann bald nach der zweiten Umerziehung durchsetzten. Und Großbritannien sah sich getrieben, beinahe zu mobilisieren. Dieser Absatz, den wir hier gerade gelesen haben, der bringt uns zurück in dieses Skript der modernen Kriege, das ihr euch vielleicht noch erinnert, so ungefähr am Ende auf Seite 1, ne? Wo es um die Wehrmacht des Herrn Frings geht, nur mal eben, um eine Brücke zu schlagen. Wie wir hier, oh, verkehrte Papier, wie man hier ja auch macht. Ne? Der Krieg begann also bereits seine Früchte zu tragen. Doch schon im September drohte mit der Wiedereroberung Seuls, schön geschrieben hier, Seuls, heute schreibt man das mit S-E-O-U, ja? Doch schon im September drohte mit der Wiedereroberung Seuls und der Niederlage der nordkoreanischen Armee. Ach, der Punkt dahinter hat mich eben aus der Fassung gebracht. Entschuldigung, nochmal. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, von daher müsst ihr mir so etwas eben nachsehen.
Doch schon im September drohte mit der Wiedereroberung Seuls und der Niederlage der nordkoreanischen Armee der Friede in greifbare Nähe zu rücken. Und das ist ja viel zu schnell, das geht ja gar nicht. Da wurde in Amerika erfolgreich gegen den Frieden Stimmung gemacht und am 1. Oktober forderte MacArthur ohne vorherige Nachfrage bei der Vereinten Nationen Nordkorea zur bedingungslosen Kapitulation auf. Was natürlich für die Nordkoreaner unannehmbar war, vor allem nachdem das Hauptquartier von Korea vorlaut bekannt gegeben hatte, laut einer Veröffentlichung am 4. September 1950 in der Times, Zitat, 1200 Kommunisten wurden seit Ausbruch der Feindseligkeiten von der südkoreanischen Polizei hingerichtet, Ende Zitat, und zwar, weil sie angeblich als gefährlich für die öffentliche Sicherheit galten. Also ging der Kreuzzug für die Demokratie weiter. Ja, das sollte man sich doch mal hier eben fett anstreichen. Der Kreuzzug für die Demokratie. Papa, was sagen wir denn die ganze Zeit? Gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Nö. Hier haben wir wieder mal einen Kreuzzug für die Demokratie. Wer führt denn einen Kreuzzug? Ein Land oder eine Kirche? Ist doch ein Glaubenskrieg. Der wird doch nicht von Ländern geführt. Der wird doch von Kirchen geführt. Wo ist denn die römisch-katholische Kirche hier? Ach ja, wir hatten ja John Foster Dulles, den Jesuiten. Und wir hatten John MacArthur, den Kolumbusritter. Das sind ja Katholiken. Also haben wir hier einen Kreuzzug von der Kirche. Das sagt euch doch keiner. Das müsst ihr wissen. Chu Enlai warnte, China werde nicht gleichgültig bleiben. Doch das war ja gerade das, was man wünschte. Immer häufiger wurden Bombenangriffe nach China hineingetragen und als dann alle chinesischen Proteste nichts fruchteten und die Vereinten Nationen schon beinahe an der Grenze nach China am Palur-Fluss stand, rückten am 16. Oktober chinesische Truppen über den Palu nach Süden vor und begannen in den Kampf einzugreifen. Fußnote: MacArthur nannte empört das Eingreifen, Zitat, die Chinesen hätten damit einen der schlimmsten Akte internationaler Gesetzwidrigkeit verübt, den die Geschichte kennt, Ende Zitat. Wenn das nicht Heuchelei, ja, in ganz großem Stil ist. Mir fiel jetzt gerade kein passendes Wort ein. Das ist der gerechte Krieg, ne? Da das ist ja wieder die Tendenz. Krieg, ja. Genau. Und wenn du nicht da mitmachst in dieser ganzen Agenda und nicht eben römisch-katholische Interessen vertrittst als Land, dann bist du eben nicht gerecht, dann bist du ein Aggressor und dann bist du eben gesetzlos, gesetzwidrig und so weiter. Ne? Und dann hast du die ganze sogenannte Wertegemeinschaft gegen dich. Da bist du exkommuniziert, ne? Dann bist du exkommuniziert, genau. Da änderte sich mit einem Schlag die Haltung der Presse, insbesondere der amerikanischen, die nach den Worten MacArthurs ja Amerika beherrschen soll. Die nach den Worten MacArthurs ja beherrschen soll. Wurde hier in Frankfurt veröffentlicht. Plötzlich wurde das Eingreifen der Chinesen nicht mehr lächerlich gemacht, sondern sogar gewaltig übertrieben. Doch alle Panikmache nützte nichts, denn nachdem es den Chinesen gelungen war, die Vereinten Nationen Streitkräfte von der eigenen Grenze abzuschieben, begannen sie ihre Truppen langsam wieder zurückzuziehen, zum großen Leidwesen MacArthurs, der gern einen Grund gefunden hätte, um den kleinen Krieg in einen großen mit China auszuweiten. Doch die Chinesen schickten gar eine Delegation nach Washington, um Friedensgespräche anzuknüpfen. In diesem Augenblick begann MacArthur mit einer neuen auf großen Offensive, Zitat, um den Krieg zu beenden. Ich mache also einen Großangriff, um den Krieg zu beenden. Wo ist die Logik darin, bitteschön? Er beendete die Friedensgespräche und vervollständigte die Zerstörung, die beim Rückzug vor allem durch die amerikanische Luftwaffe geleistet worden war. Nun könnte man natürlich jetzt sagen von, oh, das war aber hier ein schlauer Zug von den Chinesen, wenn sie die UN-Truppen am Palu-Fluss zurückgeschlagen haben, nicht selber über die Grenze weiterzugehen und den Krieg anzutreiben. Leute,
Vergesst bitte nicht, bei all dieser ganzen Sache, was wir hier lesen, die Chinesen sind genauso schlecht wie die Amerikaner, wie die Koreaner, wie die Deutschen, wie die Italiener, wie sie alle. Die sitzen alle unter einem Hut. Die werden alle auf diese Art und Weise gelenkt. Das, was die Chinesen damals gemacht hatten, hatten sie gemacht unter der Ägide der Jesuiten. Das war unter der Regierung von, wenn ich mich nicht irre, Mao Zedong. Und die Jesuiten haben bereits Anfang des 20. Jahrhunderts China komplett unter ihre Kontrolle. Zu diesem Zeitpunkt auch. Was der Autor euch hier nicht sagt, ist, was ich euch sage, das ist alles geplant. Man wollte zu dem Zeitpunkt keine Eskalation. Die große Eskalation sollte später kommen. Mit Vietnam. Und da kam es beinahe zum Atomkrieg, was viele Menschen gar nicht wissen. Aber da müssen wir ein anderes Buch lesen. Das ist nicht für heute. Aber es ist nicht, dass die Chinesen jetzt auf einmal keine Ambitionen hatten, da reinzugehen. Man sagen kann, oh, die Chinesen waren aber jetzt gut hier, dass sie das gemacht haben. Nee, es war alles geplant. Alles geplant. Im Krieg passiert nichts, was nicht vorher geplant ist. Nichts. Hierzu schrieb Stone auf Seite 256. Ein Artikel in der Londoner Times vom 16. November 1950 zeigt, dass das nordkoreanische Oberkommando das Programm der UN verbrannte Erde verwarf und das Land, über das es sich zurückzog, mit wenig Kriegsschäden verließ. Verbrannte Erde klingt, glaube ich, deutschen Ohren ganz bekannt, ne? Ein Korrespondent der New York Times vom 21. Februar 1951 bemerkt, Zitat, als die Koreaner sahen, dass die Kommunisten bei ihrem Rückzug ihre Häuser und Schulen hatten stehen lassen, während die Truppen der Vereinten Nationen, die mit viel zerstörerischen Waffen kämpften, nur schwarze Flecke ließen, wo einmal Städte gewesen waren, da gewannen die Kommunisten selbst auf ihrem Rückzug noch moralische Siege. Ende Zitat. General O'Donnell sagte vor dem amerikanischen Untersuchungsausschuss wegen der Absetzung des Generals MacArthur 1951, Zitat. Übrigens, wenn der MacArthur hier abgesetzt wurde, der ja eigentlich als Kriegstreiber eingesetzt war, dann ist das auch nichts anderes, wie man 1963, kurz vor der Hinrichtung von John F. Kennedy, den südkoreanischen Diktator Dean hingerichtet hat und seinen Bruder. Das ist genau dasselbe. Solche Leute müssen immer zu einer bestimmten Zeit fallen. Ne? Das nur mal eben so nebenbei. Also der General O'Donnell sagte vor dem amerikanischen Untersuchungsausschuss wegen der Absetzung des Generals MacArthur 51, Zitat, ich will sagen, dass die gesamte, fast die ganze Halbinsel Korea ein völliges Trümmerfeld ist. Es steht nichts mehr, was erwähnenswert wäre, gerade bevor die Chinesen kamen. Also damals schon. Nach 4 Monaten Krieg waren wir am Ende. Es gab keine Ziele mehr in Korea. Ende Zitat. Unterdessen malte die Presse die Situation schwarz in schwarz, um die Massen in Amerika in Bewegung zu setzen. Und dann begann plötzlich aus der Offensive heraus MacArthur den Rückzug gleich bis Seoul. Angeblich, weil zahllose chinesische Divisionen, die sich heldenhaft schlagenden Amerikaner vor sich hertrieben. Da schlichen sich folgende Sätze in die Londoner Times vom 18. Dezember 1950 auf Seite 37 über die Soldaten der 29. britischen Brigade, Zitat, trotz seiner Aufgabe, den Rückzug zu decken, hat das Regiment noch keine Patrone verschossen. Keiner der Leute hat noch je einen chinesischen Kommunisten gesehen. Einige fragten bereits, warum eigentlich diese Hast? Tatsache ist, dass keinerlei Beweis vorliegt, dass der Feind überhaupt folgt. Ende Zitat. Am Weihnachtstage überschlugen sich gar die Zeitungen in ihrer Panikmache. Chinesischer Angriff südlich des 38. Breitengrades. 100.000 Mann in Reserve zusammengeballt. Die Regierung flieht nach Süden. Roter Angriff auf Seoul vom Morgen erwartet. Rote Massen bedrohen Seoul. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und was sagen die Berichte der 8. Armee? 2 Chinesen gefangen genommen. 2 Chinesen getötet.
Was für eine gewaltige Offensive! Wie musste MacArthur in jenen Tagen schlechter Laune gewesen sein? Wollten die Chinesen doch gar nicht parieren und angreifen. Wie sollten sie auch? Hatten sie doch schon 150 Kilometer vor Seoul Halt gemacht. Notgedrungen prophezeite man die riesige Offensive der Chinesen auf später und fütterte die bewundernswert leichtgläubige amerikanische Leserwelt mit neuen Zahlen über feindliche Aufmärsche, die manchmal bis auf die letzte Dezimalstelle angegeben waren. Diesmal gelang die gewünschte Panikerzeugung. Man sprach in Washington ernsthaft von einem eventuellen Präventivkrieg gegen das kommunistische China, das man ja erst einige Jahre zuvor an den Kommunismus verraten und ausgeliefert hatte. Harold Stuffen, der spätere Unterhändler der USA in Abrüstungsfragen, forderte sogar die Anwendung von Atombomben gegen Korea und China, was sich dann in Vietnam wiederholte. Sollten die Chinesen nicht klein beigeben? Außerdem spielte kurz darauf Truman in einer Pressekonferenz auf eine eventuelle Anwendung von Atombomben in Korea an. Die Gefahr eines neuen Weltkrieges stand also kurz bevor, und es war zu einem Zeitpunkt, als nach Stones Feststellung, Zitat, praktisch gerade eine Feuereinstellung eingetreten war, seit Beginn des Dezember. In Deutsch sagen wir dazu, im Westen nichts Neues, in diesem Fall ist es im Osten. Aber, Zitat, also der bedrohende Dritte Weltkrieg, wurde eben noch vermieden durch Attlees dramatischen Flug nach Washington. Attlees kenne ich, deswegen stutzte ich kurz bei dem Namen. Entschuldigung. Beinahe kampflos zog man sich weiter zurück. Ja, der General McClure, der kämpfen und nicht fliehen wollte, wurde nach Hause geschickt. Da begann in England langsam die Presse zu murren. Der Daily Mirror sprach von Märchen aus Korea. Der Sunday Pictorial fragte, ob dies ein Privatkrieg sei. Man wolle wissen, woher die genauen Zahlenangaben der roten Angreifer stammten. Da legte Tokio der Presse eine Zensur auf. Am 10. Januar gelang es allerdings, dem Daily Express noch zu melden, Zitat, so viel kann gesagt werden. An der Front war keine Spur von kommunistischen Horden zu finden. Ende Zitat. Da schrieb der Quell in der ersten Folge 1951, Zitat, ein kurzer Rückblick auf die bisherigen Vorgänge muss feststellen, dass sowohl politische wie militärische Fehler gemacht wurden, deren Ursachen kaum in Unkenntnis und Unfähigkeit der verantwortlichen Männer, sondern in Weisungen und Bestrebungen zu suchen sind, die sich in sichtbaren und unsichtbaren Einflüssen geltend machten. Unsichtbare Einflüsse, was fällt uns dazu ein? Genau. Als man sich dann tapfer weiter zurückgezogen hatte, begann MacArthur plötzlich wiederum mit einer Offensive, die wieder neue Presselügen mit sich brachte. Der Quell schrieb dazu 1951 in Folge 5, Zitat, die Rätselhaftigkeit dieses Krieges bleibt bestehen, der sich zu einem Versuchsschlachtfeld immer besser zu eignen scheint, da wahrscheinlich nur noch Soldaten in der verwüsteten Landschaft anzutreffen sind. Ende Zitat. Es war wirklich nur mehr eine verwüstete Landschaft. Stone schrieb dazu auf Seite 256, Zitat, eine der Probleme, welche die Luftwaffe in Korea Verdruss, Ausrufezeichen, zu machen schien, oder begann, zu machen begann, ja, zu machen begann, ja, war nach dem Urteil der Presse, dass nichts mehr zum Zerstören übrig geblieben war. Diese Presseberichte, ST zählt einige davon nachfolgend auf, Stone zählt einige davon nachfolgend auf, diese Presseberichte müssen von jedem gelesen werden, der eine vollständige Geschichte des Koreakrieges wünscht. Sie sind buchstäblich entsetzlich. They are literally horrifying. Brechen wir hier jedoch mit der Aufzeichnung der Einzelheiten ab.
Es genügt zu wissen, dass nach einigem Hin und Her und nachdem der in Tätigkeit noch etwas zu unverhohlene MacArthur durch den sehr eifrigen Katholiken Ridgway ersetzt wurde, was war der MacArthur als Kolumbus, Ritter, bitteschön, der allerdings nicht vom Wege seines Vorgängers abwich, natürlich nicht, weil, ne, selbe Zunft, endlich am 10. Juli 1951 die Waffenstillstandsverhandlungen begann. Es sollte lange dauern, denn die militärischen Operationen gingen weiter und man fand auf amerikanischer Seite genug Gründe, um die Verhandlungen immer wieder zu unterbrechen oder zu verzögern. Ja, man brachte sogar fertig, am 23. August in der neutralen Zone zwei militärische Überfälle zu verüben. Ein amerikanischer Flieger beschoss sogar den Wagen der nordkoreanischen Waffenstillstandskommission. Die Folge war natürlich eine zeitweilige Unterbrechung der Verhandlungen. Das Wall Street Journal zitiert hier am 27. November 1951 auf Seite 60 dazu, Zitat: Es ist verständlich, dass ein Friede in Korea, ja sogar Gespräche über den Frieden, die Leute in Europa und den USA weniger willig machen würden, ihre zivilen Lebensbedingungen für Waffen herzugeben. Wenn es zum Frieden in Korea kommt, dann ist die Lage der USA als der erste Antreiber für die europäische Verteidigung viel schwieriger. General Van Fleet meinte, Zitat: Es ist unbedingt notwendig, dass die 8. Armee aktiv bleibt. Die kenne ich auch noch aus dem deutschen Zweiten Weltkrieg. Ne? Wo lag die denn? War das nicht vor Stalingrad? Hier sprechen wir also von der amerikanischen 8. Armee, um den gefürchteten Prozess des Weichwerdens durch Ruhe aufzuhalten. Während diese Angriffe dazu beitrugen, die Kräfte der kommunistischen Aggressoren zu vermindern, blieben die Streitkräfte der Vereinten Nationen in ihrem Handwerk. Ein schönes Handwerk. Lernten die Kunst des Kämpfens, die Art des Krieges, Sun Tzu. Die 8. Armee wurde mehr und mehr zu einer Kampfschule, die Zehntausende braver Soldaten kostete. Aber endlich, nach zwei weiteren Jahren mit weiterem sinnlosen Blutvergießen und weiterer Zerstörung wurde am 27. Juli 1953 der Waffenstillstand geschlossen. Und Deutschland? MacArthur schrieb in einem offenen Brief an einen amerikanischen Politiker in der Welt am 12. April 1951. Das Datum hatten wir vorhin auch schon mal gesehen. Könntest du mal kurz gucken, Gerald, wo das war? Im selben Papier, da war derselbe Datum. Mhm. Zitat: Falls wir den Krieg in Asien gegen die Kommunisten verlieren, so wird das unausbleiblich den Fall Europas, sprich Krieg in Europa, das heißt zuerst Deutschland, nach sich ziehen. Falls wir den Krieg in Asien gegen die Kommunisten verlieren, so wird das unausweichlich den Fall Europas nach sich ziehen. Wenn wir ihn gewinnen, so wird Europa höchstwahrscheinlich der Krieg erspart bleiben, den doch sonst die Amerikaner hätten anfangen müssen, Herr MacArthur. Und es wird trotzdem die Freiheit sie bewahren. Was also Westeuropa, das heißt vor allem uns Deutschen, hätte blühen können, wäre das Schicksal Koreas gewesen. Das Schicksal einer sogenannten Befreiung. Von was? Dass der Jahrgang 1951 von Brassens Jahrbuch für die bewaffneten Streitkräfte Amerikas laut Stone so beschrieb, Zitat: Der Krieg wurde angefochten ohne Rücksicht auf die Südkoreaner und ihr unglückliches Land wurde eher wie eine Kampfarena angesehen und nicht für ein Land, das befreit werden sollte. Infolgedessen war der Kampf äußerst grausam und es ist eine Übertreibung, wenn man sagt, dass Südkorea als Land aufgehört hat zu existieren. Die Städte sind zerstört, die Arbeitsmöglichkeiten sind vernichtet. Das Volk ist nur noch eine stumpfe Masse, die von der Wohlfahrt auch abhängig ist. Wenige Versuche wurden nur gemacht, um dem amerikanischen Soldaten zu erklären, warum er kämpfen musste. Das hat sich übrigens in Vietnam auch so wiederholt, eben mal nebenbei bemerkt. Der nationale Hass und die Furcht vor dem Kommunismus waren in den meisten Fällen ausreichend, ihn mit hemmungsloser Kampfeslust zu erfüllen. Ende Zitat.
Warum sollte der Geist Morgenthaus, den wir noch kennen von einem anderen Plan als den Marshallplan, ja, dass sein Geist in unverminderter Stärke lebt, bezeugt vor allem die neuerliche deutschen Hetze, hauptsächlich in den USA, die wie das Präludium zu einem neuen Krieg klingt. Warum sollte also dieser Geist Morgenthaus nicht auf die praktische Idee kommen, endlich sein Ziel zu verwirklichen in der verschleierten Form eines Koreakrieges auf deutschem Boden, wo er zudem Gleichgesinnte in der UdSSR besitzt? Kreuzfahrtbegeisterte Werkzeuge, bestechbare Handlanger und lüsterne Großverdiener gibt's genug. Amerika steht schon wieder vor und in einer Konjunkturkrise und Deutschlands Kraft hat schon wieder einen Aderlass nötig. Unser Herr Verteidigungsminister, he is an honorable man, also ein ehrvoller Mann, verkündete ja einmal, dass auf den ersten Gewehrschuss von drüben der Atomschlag von hüben folge. Ein solcher erster Gewehrschuss lässt sich machen. Beispiel Korea. Verhindern wir die Vernichtung Deutschlands durch Aufklärung des Volkes. Starker Tobak, der Gerald? Ja, aber richtig. Yeah, yeah, yeah. Und aktuell finde ich nach wie vor, ne, obwohl das natürlich so nicht funktioniert hat, aber das ist ja im Prinzip ja auch so eine Sache, die wir gelernt haben, dass hier nicht nur ein Plan verfolgt wird, ne, dass man sozusagen die beiden deutschen Staaten gegeneinander hetzt, ne, sondern dann nimmt man eben dann auch wieder von außen jemanden her. Ne, das ist ja egal, das kann man ja immer wieder anpassen und austauschen. Ne. Es kann sich ja noch ein wenig hinziehen, bis in Ukraine etwas Vergleichbares passiert, was damals in Korea passiert ist, was damals in Vietnam passiert ist. Und was in vielen anderen solchen Kriegen auch passiert ist. Der Krieg läuft doch erst ein paar Monate. Gibt es was Zeit? Ne? Mal sehen, was die noch alles erfinden, was da noch alles mal rauskommt. Also ich muss nur mal eben gerade sagen, also wir werden jetzt die Sendung hier natürlich abschließen, weil wir sind etwas über eine Stunde schon und das war ein, denke ich, sehr interessantes Papier, was wir hier gerade gelesen haben. Zumal ich das nicht mal vorbereite. Ich hatte den ersten Absatz, glaube ich, schon mal gelesen. Der Rest war mir vollkommen unbekannt. Von daher bin ich ganz zufrieden mit meiner Lesung soweit. Aber das ist etwas, darüber muss man noch einmal nachdenken. Und man muss vor allen Dingen die Dinge berücksichtigen, die in solchen Papieren eben nicht gesagt werden. Auch wenn das Wort Kreuzzug vielleicht mal aufgetaucht ist. Ich habe einige Dinge in diesem Papier vermisst. Und das sind dieselben Dinge, die ich in jedem solcher Papiere vermisse. Jetzt könnt ihr natürlich sagen von Jörg, ja, übertreib doch nicht. Nee, ich übertreib nicht. Was mich stört, ist, dass die Rolle der römisch-katholischen Kirche viel zu klein dort breitgetreten wurde in dem Artikel, den wir gerade gelesen haben. Und dass überhaupt nicht davon gesprochen wird, dass das Papsttum diese Ritterorden, wir haben die Jesuiten erwähnt gehabt, wir haben die Kolumbusritter erwähnt gehabt, wir hatten das Freimaurertum kurz erwähnt gehabt in einem Beisatz, dass das Papsttum all diese Dinge kontrolliert. Dass das Papsttum der historische, biblische und prophetische Antichrist ist, der mit seinen Sturmtruppen, die wir unter dem Namen Gesellschaft Jesu kennen, diese Welt regiert und in Atem hält und dafür Sorge trägt, dass diese ganzen Dinge, die wir gerade eben gelesen haben, überhaupt erst passieren. Wir haben einen Artikel gelesen, der so interessant wie er war, sich aber nur mit dem vordersten Teil des Bühnenbildes beschäftigt hat und nicht in die Kulisse hineinging. Und das sollte immer die Aufgabe von uns sein, oder auch von mir hauptsächlich, wenn ich solche Dinge lese. Und deswegen probiere ich euch immer, die Dinge dahinter deutlich zu machen. Das ist jetzt hier vielleicht ein klein wenig zu kurz gekommen. Das ist aber auch dem Umstande geschuldet, dass ich eben das Papier vorher nicht kannte. Ich denke, dass ich trotzdem mit einigen meiner Kommentare deutlich gemacht habe, worum es im Grunde in diesem Papier ging. Auch wenn es sehr interessant zu lesen war, will ich gar nichts von wegnehmen. Aber die
Taktik, die dort angewendet wurde, hat man gesehen. Das ist im Grunde die gleiche Taktik wie Südkorea, Nordkorea, dann zurück der Anfall. Das erinnert mich an, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, was wir seit 1939 kennen. Das erinnert mich an den Fall von Tonkin, wo es im Vietnamkrieg so war. Das erinnert mich an die ganzen falschen Aktionen, die gelaufen sind in den 90er Jahren auf dem Balkan. Das erinnert mich an die ganzen Aktionen, die gelaufen sind im Irak, die gelaufen sind in Syrien, die heutzutage eben auch in der Ukraine laufen, auch wenn wir sie noch nicht alle kennen. Aber es ist immer dasselbe Schema. Immer und überall dasselbe Schema. Wie oft muss man die Menschen eigentlich noch mit der Nase draufdrücken, bis sie es endlich erkennen? Und vielleicht muss man die Nase so doll auf die Fakten drücken, dass sie anfängt zu bluten und dass sie Blut schmecken und dass sie dann endlich mal merken von, das schmeckt ja gar nicht gut. Gerald, ich bin am Ende meiner Predigt. Ich lasse dir gerne das letzte Wort über die Sendung für heute. Ja, also der Text ist natürlich von einem Autor geschrieben, wo ich jetzt nicht genau weiß, wo er jetzt herkommt, wo er steht. Aber das Problem ist genau eben, dass diese Bezüge halt bis zu einem gewissen Punkt gehen. Also das ist auch richtig. Ne? Also dieser ganze biblische Aspekt ist ja nicht eingenommen worden hier. Ne? Aber ich denke, trotzdem hat so ein PDF auch so einen gewissen Wert, weil man eben doch schon sieht, wer steckt denn zumindest auch schon mal in der ersten Reihe, also sichtbar erstmal für alle, dahinter. Und selbst dort sieht man schon dann eben wieder diese typischen Merkmale, irgendwelche Gruppierungen, irgendwelche Orden, irgendwelche Mitgliedschaften. Ne? Und dass das hier nicht nur auf Korea beschränkt ist und auch nicht jetzt nur auf die Geschichte bis zum Zweiten Weltkrieg. Ich denke, dazu werden wir noch genügend Beispiele finden. Ja, das lässt sich also beliebig bis in die Jetztzeit weiter vollziehen. Ja. Und damit kann man dann schon sehen, ne, an den Früchten werdet man die Menschen erkennen, ne, woran oder wem, wessen Herrn diese Leute tatsächlich dienen. Und das ist eben nicht das Volk, das ist nicht das Wahlprogramm, das ist eben dann eine ganz andere Agenda. Und ich denke, dafür war die Lesung, die Jörg total krass wunderbar vorgetragen hat. Ja, also Wahnsinn, muss ich sagen, Jörg, wirklich Hut ab. Unvorbereitet, wirklich. Ich sage es wirklich allen nochmal, nicht vorbereitet. Wir hatten das gerade vor der Lesung angesprochen, wie wir es machen. Und Jörg schießt es so raus, wunderbar. Ich denke, dafür war das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Und wie gesagt, es gibt viele Koreas, es gibt viele Dinge, die passiert sind und eben auch leider, die noch kommen werden. Und ich denke insofern, dass man anfängt, diese Dinge eben unter diesem Licht zu betrachten, ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Ne? Das auf jeden Fall. Insofern freue ich mich auf ein Wiedersehen oder Wiederhören und sage bis bald, Maranatha.